heute habe ich eine Predigt mitgebracht. Übrigens, ich bin heute als Vertreter hier für den Eduard Dück. Der Eduard war dran zum Predigen und schrieb in die Predigergruppe, hier in der WhatsApp-Gruppe, wo ich auch drin bin, die haben wir mal zusammengestellt, als wir die Schulung gemacht haben, dass er jetzt praktisch zum Dienst muss. Und dann dachte ich mir, wenn ich hier predige, dann helfe ich dem, seine Arbeit da draußen zu machen. Und dann ist das richtig gut. Also ich habe eine Predigt mitgebracht zum Thema Finanzen und möchte das heute mal darstellen. Das Geld und das Kreuz. Da haben wir auch so schön das Kreuz mit dem Geldschein gefaltet. Und das soll so ein bisschen das Bild abgeben, was wir als Christen wollen. Wenn wir über Geld reden, dann reden wir immer über etwas, was unter dem Kreuz angeordnet ist als Priorität und was vom Kreuz her auch die Richtung angezeigt bekommt. Wie setze ich mein Geld ein? Das frage ich bei Jesus nach. Und deshalb ist dieser Geldschein so in dieser Kreuzform drin. Also das ist der Grund, weshalb ich dieses Bild gewählt habe. Wir würden grundsätzlich sagen, was ist Reichtum? Reichtum für uns als Christen wird immer definiert anders als für Menschen, die sich sagen, Reichtum bedeutet einfach viel materielle Güter zu besitzen, also Häuser, Autos, Wohnungen oder halt das Ganze in verflüssigter Form mit viel Geld auf dem Konto. Aus christlicher Sicht ist Reichtum nicht die Menge von dem, was du besitzt, sondern reich ist ein Mensch, der eine tiefe Beziehung zu Gott hat. Wer Jesus in seinem Leben spürt, der ist aus christlicher Sicht reich. Und wer gute Beziehungen zu anderen Menschen hat, wer Familie hat, Freunde hat und mit diesen auch in einer guten Beziehung steht und nicht zerstritten, einsam irgendwo wegläuft von anderen, weil das sind Menschen, die sozial arm sind. Reich ist jemand, der viele Beziehungen hat und gute Beziehungen und der eine sinnstiftende Tätigkeit hat. Nicht eine Tätigkeit, wo er sagt, das macht für mich keinen Sinn, will ich nicht, braucht keiner, sondern eine Tätigkeit, wo du sagst, das mache ich für Gott. Dies ist mein Beitrag, den ich leiste, auch auf der Arbeit, da wo du bist, in der Bäckerei oder im Krankenhaus oder in der Schule, wo immer du arbeitest, wenn du das für Gott tust, dann bist du ein reicher Mensch, wenn du diese Dinge hast. Da muss es gar nicht sehr viel auf dem Konto geben. Das ist für uns ganz wichtig. Der zweite Gedanke ist der, die Bibel sagt uns, dass Finanzen von Gott kommen. Also Gott schenkt uns Dinge, die wir haben. Gott segnet uns nicht nur mit geistlichen Gütern, so Gott segnet mich mit Freude oder mit Liebe oder mit Gnade oder mit Mut, sondern Gott segnet uns auch nach 2. Korinther 9 mit Gnade. Er kann euch jede Gnade überreichlich geben, damit ihr in allem alle Zeit Genüge habt, also für euch genug, und überreich seid zu jedem guten Werk. Paulus sagt den Korinthern also, wenn ihr es spendet an die Gemeinde in Jerusalem, weil die waren gerade knapp dran und die haben in Korinth ordentlich gespendet, Gott kann euch noch mehr Reichtümer geben, damit ihr für euch genug habt, ihr lebt gut, ihr müsst nicht hungern und immer noch etwas übrig bleibt, um anderen zu helfen. Das heißt, die Dinge kommen von Gott und zum anderen sind sie auch dafür da, um anderen zu helfen. Dafür gibt Gott uns Reichtümer. Gerade in dieser Krise, in der wir sind, ist es so, es wird immer wieder Menschen geben, die um uns herum Mangel leiden, die Hilfe brauchen. Und hier in Deutschland kann man Menschen helfen, indem man den Papierkram macht, um das Geld von den Ämtern abzurufen, was denen zusteht. Aber manchmal braucht es auch Geldmittel, die man weitergibt, um anderen zu helfen, mit einer Spende. Oder aber jemandem eine Wohnung, eine Bleibe, gerade für Flüchtlinge von außen, die kommen, zur Verfügung zu stellen. Dort helfen wir mit dem, was wir haben. Wer nichts hat, kann auch nicht helfen. Ergo ist es wichtig, etwas zu haben, damit man für sich genug hat und anderen auch geben kann. Ich arbeite gerade seit einem Jahr an der christlichen Schule als Geschäftsführer und Vorstand des Trägers. Und wir haben eine Grundschule, die ist im Gebäude. Dann die Gesamtschule, die ist zum Teil im Gebäude und auf 4 Containeranlagen verteilt.
Und das ist keine langfristige Lösung. Das ist nicht gut. Eltern wollen das nicht. Für die Schüler ist das nicht so top. Und wir merken das. Seit langem hat mein Vorgänger daran gearbeitet, Grundstücke anzukaufen, direkt auf der anderen Straßenseite von Bonn, um dort eine Schule zu bauen. Jetzt liegt es an mir, als sein Nachfolger, diese Dinge dann nach vorne zu treiben. Der Investor, der ihm geholfen hat, diese Grundstücke anzukaufen, im Wert von 4 Millionen Euro, ist ein wirklich schwerreicher Geschäftsmann, der am Anfang über einen Invest von ungefähr 15 Millionen nachgedacht hat, bevor die Corona-Krise kam, um das der Schule zur Verfügung zu stellen. Kann man sich überlegen, wie viel besitzt ein Mensch, wenn er 15 Millionen auf die Seite tut für ein gemeinnütziges Werk, was er jetzt gerade nicht braucht? Versteht ihr? Und das tut er nicht, weil er nichts hat, sondern weil er hat. Und bei dem sind wir und mit dem sind wir auch weiter im Gespräch. Die Dinge haben sich durch Corona alle verändert, aber der hat uns jetzt schon geholfen und wird uns auch weiterhelfen mit dem, was er erwirtschaftet hat. Und er sagt uns, als ein katholischer, gläubiger Christ, der sagt uns, ich tue das aus Überzeugung, weil es ist viel besser, wenn so eine Schule mit solchen christlichen Werten gegründet wird und gebaut wird als irgendeine staatliche Schule. Weil diese Werte, die er bekommen hat, als er auf einer katholischen christlichen Schule war, die wir auch predigen von der Bibel her, sind Werte, die müssen in die nächste Generation hineingetragen werden. Das heißt also, Gott gibt uns Güter, damit wir anderen helfen. Nicht einfach alle selbst verprassen, nicht sein Ego damit bauen, sondern Gutes tun. Und dann zweitens in 1. Timotheus 6, Vers 17 sagt Paulus den Reichen in dieser Welt Gebiete, dass sie nicht stolz seien und nicht hoffen auf den unsicheren Reichtum, sondern auf Gott, der uns alles reichlich darbietet, es zu genießen. Also nicht dein Ego bauen mit dem, was du hast, auf andere runtergucken, die weniger haben, sondern demütig sein. Deine letzte Sicherheit ist Gott. Das, was du hast, kann sehr schnell verpuffen. Da muss ein Krieg kommen, da kann eine Inflation kommen, da kann eine Corona-Krise kommen. Viele Dinge können kommen, um das zu erschüttern, wo du denkst, darauf kann ich bauen. Ich weiß, was ich besitze. Das ist alles nicht sicher. Gott ist sicher. Und ein Christ weiß, dass er immer bei Gott seine Sicherheit sucht und nicht bei seinem Bankkonto. Für uns ganz wichtig. Und trotzdem ist es so, du darfst diese Dinge von Gott annehmen und genießen. Es hat leider in der Vergangenheit im Christentum so Bewegungen gegeben, die meinten, dass Armut etwas besonders Geistliches ist. Und das hat sich auch sehr stark so in die Mönchskultur und die Klosterkultur eingeschlichen, dass Armut ein besonderes Zeichen ist von Geistlichkeit. Das ist in der Bibel ein bisschen anders. Viele der Feste, die im Alten Testament vorgeschrieben werden, im Jahreszyklus für das Volk Israel, waren Feste, wo man vor Gott gefeiert und gegessen hat, also konsumiert hat, in Fülle es sich gut gehen ließ. Und dieser Konsum in der Gegenwart Gottes war eine Handlung, wo man ihm Danke gesagt hat. Wir feiern mit dir, weil du uns das alles gegeben hast, weil wir dir dankbar sind. Das ist so, wie wenn die Eltern dir ein Weihnachtsgeschenk geben und du packst es vor denen aus und beginnst es zu nutzen. Du konsumierst es, aber sie sind dabei und sie freuen sich darüber. So auch unser Konsum darf vor Gott stattfinden. Nutzt also, was ihr habt, freut euch darüber in der Gegenwart Gottes. Das heißt, in der Bibel haben wir eine positive Haltung zu Wohlstand. Wir haben auch eine positive Haltung zum Erfolg. Sie ist positiv, aber immer zweitrangig. Alles, was du da draußen besitzt, sei es in flüssiger Form, so wie Wasser kann ja auch flüssig oder gefroren, Eis sein oder gasförmig. Das heißt also, der Aggregatzustand ändert sich. Physikunterricht und Thomas. Und so auch Wohnung, Auto. Fester Zustand und liquide Mittel, nennen wir verflüssigt, ist Bargeld. Ist das immer das Gleiche? Einfach das, was du besitzt, ist immer für uns
eine wichtige, aber zweitrangige Sache. Es darf nie so wichtig sein wie Gott und nie so wichtig sein wie andere Menschen. Ich habe in letzter Zeit mit mehreren Menschen gesprochen, die auf ganz interessante Ideen kommen. Ein guter Freund von mir hat mir angeboten, zu investieren in ganz neue Kryptowährungen, von denen ich bis dahin noch nichts gehört hatte. Ich kenne zwar eine Reihe von Kryptowährungen, aber davon habe ich nie was gehört. Und eine Kryptowährung, da hast du eine Farm und dann die Kryptowährung und dann unterschiedliche Dinge, die da laufen. Und wenn du da investierst und genug Geld reintust, dann kriegst du in 3 Monaten schon die ganzen Mittel, die du eingezahlt hast, ausgezahlt. Das heißt, wenn du 2.000 Euro investierst, dann hast du im Verlauf von 3 Monaten diese 2.000 Euro schon raus und danach fließt es immer noch weiter und du kriegst immer noch mehr Geld. Meine Frage war, als ich ihm so zuhörte, wo kriegt der Mann das Geld her? Wie kann man so schnell so viel Geld, das heißt also, wenn da 100 Leute 2.000 Euro einzahlen, dann hat er ja 200.000 Euro. Nach 3 Monaten hat er diese 200.000 Euro wieder zurückgezahlt und für den Monat danach muss er ja weiter Zinsen zahlen. Wo kommt das Geld her? Konnte er mir nicht beantworten, aber er konnte mir sagen, dass das eine ganz tolle Sache ist und weltweit bekannt und was die alles vorhaben und auf welchen Netzwerken und Trading-Plattformen die überall sind. Und dann habe ich nochmal gefragt, wo kommt das Geld her? Konnte er mir nicht sagen, aber er konnte mir ganz viele andere Dinge sagen, die alle ganz wunderbar und toll sind. Und ich habe gesagt, ich gucke mir das mal an, habe ein bisschen darüber gelesen, ich habe mir geschrieben, Bruder, wie sagt man einem Freund, das auf dem Holzweg ist? Du willst ja nicht beleidigen, du willst auch nicht die Freundschaft riskieren. Aber nichts sagen und gucken, wie der gegen die Wand fährt, ist auch doof. Also habe ich versucht, das liebevoll zu verpacken und zu sagen, ich habe den Eindruck, das kann nur ein Schneeballsystem sein, ein Pyramidensystem. Da, wo der Investor dein Geld einnimmt und dir ganz hohe Zinsen zurückzahlt, weil er genug andere leichtgläubige Menschen findet, die genauso naiv sind wie du und ihm Geld geben und er verteilt das Geld von denen an dich und dann von den anderen an denen und noch von anderen an denen und ja, ist eigentlich nicht sehr viel anders als Traxel und vieles andere, was man so schon gehört hat. Wie kommt es, dass Menschen auf sowas reinfallen? Dass Menschen irgendwie das Urteilsvermögen, wo sie ganz kritisch sind, wenn sie Waschmaschinen kaufen, wenn sie Küchen kaufen, wenn sie ein Haus bauen, wenn sie ein Auto kaufen, ganz genau hingucken und genau prüfen, plötzlich bei diesen Themen so komplett, als ob das Gehirn ausgeschaltet ist. Sich auf Dinge einlassen, mit Geldsummen reingehen, wo die einfachste Frage nicht beantwortet werden kann, wo kommt das Geld her? Und trotzdem schieben die da Geld rein. Wie kommt das? Es gibt in der Psychologie unterschiedliche Dinge als Erklärung dafür. Das eine ist Gier, das andere ist Fear of Missing Out, der FOMO-Effekt, Herdentrieb. Das sind alles so Erklärungen, wo man sagt, Menschen haben diese Eigenschaft, dass wenn du gewisse Dinge ganz toll verkaufst und denen auch noch sagst, das muss in kurzer Zeit und schnell passieren, also kannst jetzt nicht jahrelang drüber nachdenken und recherchieren, und die hören, dass andere auch dabei sind und dann erzeugt bei denen das so eine Angst, dass sie eine ganz tolle Gelegenheit, die keiner weiß, nur er weiß, verpassen, dann sind Menschen wie ein Herdentier. Das Gehirn wird runtergefahren, das Portemonnaie wird aufgemacht und rein. Das ist spannend, das passiert immer wieder. Damit sage ich nicht, dass alle Kryptowährungen Unsinn sind. Ich sage nur, dass das, was ich da präsentiert bekommen habe, etwas ist, wo der Mensch das nicht verstanden hat und trotzdem Geld investiert hat. Und das ist immer leichtfertig, es ist immer ohne Sinn, also unsinnig. Es ist ohne Verstand, weil er es nicht versteht. Also ist das mit ganz, ganz schlechtem Urteilsvermögen getroffen, diese Entscheidung. Die Bibel sagt, es gibt Gier. Selbst wenn du sagst, ja, ich vertraue Gott, ich investiere das Geld, ich verstehe es nicht, aber ich vertraue Gott.
Oder aber du sagst, ah, ich investiere Geld, ich verstehe es nicht, aber ich vertraue Gott, wenn ich ganz viel bekomme, werde ich auch viel spenden, deshalb wird Gott mir schon helfen. Das heißt, du triffst eine Entscheidung, von der du weißt, die ist nicht klug und du packst da schnell Gott drauf, damit du dich nicht dumm fühlst, wenn jemand schwierige Fragen stellt. Das sind alles Ausreden. Gott wird bei sowas nicht mitspielen. Gott wird dir dabei nicht helfen. Paulus sagt, denn die reich werden wollen, die fallen in Versuchung und Verstrickung und in viele törichte und schädliche Begierden, welche die Menschen versinken lassen in Verderben und Verdammnis. Denn Geldgier ist eine Wurzel alles Übels. Danach hat einige gelüstet und sie sind vom Glauben abgeirrt und machen sich selbst viel Schmerzen. Das ist die Erfahrung von Paulus damals mit Christen, die Jesus kannten und die irgendwann dahin gekommen sind, wo das Kreuz nicht mehr im Zentrum stand, sondern das Geld plötzlich im Zentrum stand. Und dann wird man geldgeil und macht Sachen, die absolut töricht sind. Und das gibt es heute auch. Und das ist brandgefährlich. Ich habe diese Woche in einem Seelsorgegespräch teilgenommen. Da haben mich einige Pastoren gebeten, mal dazuzukommen. Einer der Pastoren sagte, du kannst mit dem reden, du kennst dich mit Aktien aus, red mal mit ihm, der ist da in einer schwierigen Situation. Jetzt weiß ich, der Pastor arbeitet bei der BaFin. Ich sage, warum? Du kennst dich damit auch aus. Alles, was du wissen musst, ist, was der Mann macht, ist falsch. Und dann bin ich dahin und folgende Situation. Ein junges Pärchen, 28 Jahre alt ungefähr, beide schwer verliebt, haben vor ungefähr 6 Jahren geheiratet, 2 kleine Kinder. Er hat sich irgendwann überlegt, ich investiere in Aktien. So weit, so gut. Ne? Du findest eine Firma, wie da, wo dein Auto hergestellt wird zum Beispiel. Da weißt du, das Auto kann man anfassen, solide Firma. Du guckst dir das an, investierst ein bisschen da rein, nicht viel, und wartest 10 Jahre. Weil die Firma immer wieder Autos verkauft, wird das im Grunde genommen langsam steigen, in Krisen auch mal sinken, aber im Grunde genommen ist das eine solide Entscheidung. Was hat er gemacht? Er hat investiert und in ganz komplizierte Vehikel vor einem Jahr und hat Geld verloren. Und dann hat er sich einen Kredit genommen von der Bank und auch Geld verloren. Und dann hat er sich von einem Bekannten Geld geliehen und das auch verloren. Und dann hat er jetzt so viel verloren, das muss er ja wieder gewinnen. Der Frau kannst du ja nicht sagen, ich bin doof, ich kann das nicht. Also hat er bei seinem Schwager Geld geliehen und bei anderen und bei anderen, bei anderen. Als sie vor einem Jahr bei mir saßen, hatte er 50.000 Euro Schulden. Eine Frau, 2 Kinder, Wohnung. Das heißt also, die hatten noch nicht so, dass sie irgendwo sich selbstständig gemacht hatten, dass sie im eigenen Haus waren, einen eigenen Garten hatten und dass der irgendwo mit nebenbei so ein bisschen. 50.000 Schulden, wie kommst du aus dem Loch raus? Und dann habe ich den Rat gegeben und jetzt diese Woche musste ich wieder zum Gespräch. Er hatte in der Zwischenzeit weitergemacht. Ich hatte ihm komplett verboten, das zu machen. Aus geistlicher Sicht ist das ganz falsch. Weitergemacht. Jetzt war er bei 65.000 Euro Schulden. Und als er überhaupt nirgendwo mehr Geld bekommen hat, hat er Mama angerufen. Und Mama erzählt, dass er da eine ganz, ganz tolle Möglichkeit hat. Und aber seine Frau darf das nicht erfahren. Und die Mama hat ihm Geld geliehen. Und als die Frau auf dem Handy gesehen hat, oh, was schreibt er da mit der Schwiegermama? Und dann fragt sie ihn, was ist das? Und dann ruft die Mama an und dann sagt die Mama, ja, du solltest das eigentlich gar nicht erfahren. Das sind keine schlauen Eltern. Ne? Es sei denn, es geht um Weihnachtsgeschenke, aber sich so in eine Ehe dort einzumischen, ganz schwierig. Große Katastrophe. Die Frau vertraut jetzt erstmal keinem. Und die Idee, die dieser junge Mann hatte, war, ich habe jetzt 65.000 Euro Schulden, eine Frau, 2 Kinder, wir wohnen in einer Wohnung. Und ich würde jetzt meinen IT-Job, mit dem er ganz gut verdient, aufgeben und ich möchte jetzt Vollzeit-Trader werden. Wer sich so ein bisschen auskennt, CFD, Differenzkontrakte, also hochspekulative Dinge. Da, wo du investierst und wenn es schief läuft, ist plötzlich alles auf Null und weg. Und der Gedanke bei ihm ich sehe die Schulden und ich finde keine andere Möglichkeit, da rauszukommen, als noch mehr zu investieren, noch mehr zu traden.
Was ist da schiefgelaufen? Da kann man jetzt viel spekulieren, was ist da schiefgelaufen? Die Tatsache ist, ich habe dem Folgendes gesagt, das klingt für mich so ein bisschen so, als ob da eine Sucht da ist. Weil aus medizinischer Sicht ist es so, Psychiater kriegen das in ihre Lehrbücher reingeschrieben, wie man Krankheiten erkennt und diagnostiziert. Wenn du einen Menschen hast, der ein Problem hat, wo ihm von außen gesagt wird, hör auf, und er läuft mit dem Problem an die Wand und hat negative Konsequenzen und er macht weiter und weiter und weiter und hat noch größere negative Konsequenzen, er macht immer noch weiter, ist das ein sehr, sehr starkes Kriterium dafür, für einen Psychiater zu diagnostizieren. Es kann gut sein, dass hier eine Sucht vorliegt, genauso wie Spielsucht, Handysucht, Casino, ne? Und dies ist halt Trading-Sucht. War nicht der Erste, mit dem ich über sowas reden musste. Ein anderer, den ich hatte letztes Jahr, hat mal die Seelsorge abgeschlossen, der ist rausgekommen, hat Wetten gemacht am Computer und war dort süchtig geworden. Und das große Problem von diesen Leuten ist das, was hier steht. Reich werden wollen, Probleme so auflösen. Ich habe ein großes Problem. Die haben ausgerechnet 65.000 mit der Bank besprochen, wie man das in allen Kreditpacken abzahlt, dauert 7 Jahre. Wer hat 7 Jahre Zeit zu warten? Also sagt er sich, ich gebe meinen Job auf, ich trade einfach und dann geht das alles so weg. Habe ich ihm gesagt, Bruder, du hast 65.000 Euro Miese, das heißt, du hast 65.000 Argumente, weshalb dein Plan nicht aufgehen kann. Weil jeder Euro, den du verloren hast, zeigt dir, dass was, das du vorhast, nicht funktioniert. Und jetzt kommt das, was ich euch beibringen will, weshalb ich euch das jetzt sage, diese ganze Geschichte. Und ich hätte gerne, dass gerade die jungen Leute ganz genau zuhören. Gott hat die Welt so angeordnet, das funktioniert zu allen Zeiten, hat schon immer so funktioniert. Wer das nicht einsehen will, der wird einfach scheitern. Und das funktioniert in allen Ländern der Welt so. Hat die Welt so angeordnet, dass wenn du arbeitest, dann hast du einen Bedürfnis, Aufschub, eine Belohnungsaufschub. Du gehst nicht und sehst ganz schnell etwas, hast Hunger und kannst dich sofort davon ernähren. Saat und bis zur Ernte musst du arbeiten und arbeiten und arbeiten und Unkraut jäten. Und wenn du im Frühling sehst und im Sommer oder Herbst die Ernte einfährst und dich zum ersten Mal davon ernähren kannst, sind 6 Monate vergangen. Gott hat die Welt so geordnet, dass ein Bedürfnisaufschub, ein Belohnungsaufschub da ist von mindestens 4 oder 6 Monaten, damit in deinem Charakter etwas passiert. Damit dort Weisheit wächst, damit dort Geduld wächst, damit dort all das heranwächst, was du brauchst, um diese Dinge auf den Weg zu bringen. Ich habe das mal in eine PowerPoint-Folie gepackt. In Sprüche 18 steht, wer sich lässig zeigt bei seiner Arbeit, der ist ein Bruder des Verderbens. Und die Begierde des Faulen bringt ihm den Tod, denn seine Hände weigern sich zu arbeiten. Ich glaube, beim nächsten Mal mache ich die Schrift ein bisschen größer. Entschuldige an alle, die das nicht sehen. Ich würde es wahrscheinlich von da hinten auch nicht sehen. Je nachdem, welche Brille dran ist, aber nicht mit dieser. Arbeit ist ein Auftrag Gottes an den Menschen. In der Bibel steht, setzt eure Ehre da rein, also dies soll euer Image sein, dass ihr ein stilles Leben führt, dass eure Schaft mit euren eigenen Händen arbeitet, wie wir euch geboten haben, damit ihr Erbe lebt von denen, die draußen sind und auf niemanden angewiesen seid. Jeder soll sich selbst versorgen können. Nicht ständig zur Mama laufen. 2. Thessalonicher 3, denn als wir bei euch waren, haben wir gesagt, wer nicht arbeiten will, der soll auch nicht essen, denn wir hören, dass einige unter euch unordentlich leben, nichts arbeiten, sondern unnütze Dinge treiben. Traden. Solchen gebieten wir und ermahnen sie in dem Herrn Jesus Christus, dass sie still ihrer Arbeit nachgehen und ihr eigenes Brot essen. Was passiert, wenn du deiner eigenen Arbeit nachgehst?
Wenn du die Saat reintust, so wie Gott Adam gesagt hat, hier ist das Paradies und du sollst es bebauen und bewahren und ausbauen, noch vor dem Sündenfall war das schon die Aufgabe, an Adam zu arbeiten, dann heißt das, dass zwischen Saat und Ernte du 3, 4, 5, 6 Monate, je nachdem, was du gerade anbaust, warten musst. Und wer einen Apfelbaum pflanzt, kommt mit 6 Monaten nicht hin. Ne? Das erste Jahr, der erste Sommer hat ja keine Ernte, wirklich, in den meisten Fällen. Das heißt, du wartest mindestens 2 Jahre. Und dann ist es eine lange Zeit, den zu bearbeiten, dass der irgendwann mal so richtig Wumms macht und dass es da auch richtig rauskommt. Aber da kenne ich mich nicht so gut aus wie einige von euch. Wir lernen darin Ausdauer. Wir lernen, dass Erfolge langsam kommen, nie über Nacht. Und das ist das, was ich diesem jungen Mann jetzt diese Woche in der Seelsorge sagen musste. Gott hat die Welt so geordnet, dass wenn du etwas hast, wo du sagst, ich muss mir etwas erarbeiten, ich muss jetzt diese Summe an Geld erarbeiten, um die Schulden abzuzahlen, braucht es immer Zeit. Und wenn dir irgendjemand erzählt, du kriegst es so, ist es meist gelogen. Sowas gibt's nicht, das stimmt nicht. Es gibt Ausnahmen, wie zum Beispiel jemand entdeckt auf seinem Grundstück eine Ölquelle. Aber wie oft kommt das vor? Und willst du darauf spekulieren in Neuwied? Nein, willst du nicht. Das heißt also, wir lernen, Erfolge kommen langsam, sie kommen nie über Nacht, weil Gott die Welt so geordnet hat. Gott hat sich den Zyklus von Ernte und Saat ausgedacht und er hat diese Zeit dazwischen gelegt. Die Psychologen sagen uns, ein kleines Baby, das spürt irgendwie im Magen, ist was nicht in Ordnung, beginnt zu schreien, dann kriegt es nach 5 oder 10 Minuten spätestens Milch. Das heißt, zwischen dem Bedürfnis und der Befriedigung liegen 5 Minuten, bis die Mama kommt. Und Menschen, die erwachsen werden, man nennt das Entwicklungsaufgabe, lernen zwischen dem Bedürfnis, was sie haben und bevor sie sich etwas Gutes tun, um dieses Bedürfnis wegzumachen oder zu befriedigen, dass da Zeit vergehen darf. Du bist im Geschäft und du bist hungrig. Da weißt du, du musst jetzt erstmal zu Ende einkaufen. Und wenn du clever bist, dann weißt du auch, wenn du richtig hungrig bist, dann wirst du Sachen einkaufen, die du eigentlich heute Abend nicht mehr essen kannst. Du wirst zu viel einkaufen. Also begrenz dich. Du siehst das neue iPhone und du denkst, muss ich unbedingt haben. Als erwachsener Mensch weißt du, ja, das ist jetzt ein Bedürfnis, was sich zeigt bei mir. Lass mal 3 Tage warten, lass mal 5 Tage warten, lass mal 3 Wochen warten und gucken, ob mein Verstand dann denkt, dass ich das immer noch brauche. Diese Verzögerung, die hilft. Gott hat die Welt so angeordnet, weil in unserem Charakter dadurch Entwicklung hineinkommt, weil wir dadurch reif werden, weil wir dadurch erwachsen werden. Und wir beginnen, wenn wir langsam arbeiten, Freude an der Arbeit zu haben. Wir tun nicht arbeiten, damit wir irgendwann nicht mehr arbeiten müssen, sondern wir machen die Arbeit, weil wir Freude daran haben, weil wir Sinn darin sehen. Wir merken, wie wichtig das ist. Übrigens, wer sagt, ich gehe nur zur Arbeit, damit ich es irgendwann hinter mir habe, damit ich schneller in Rente kann. Oder ich arbeite richtig hart, damit ich finanziell unabhängig bin, damit ich nicht mehr arbeiten muss. Das ist ein langweiliges Leben, wenn du nicht mehr arbeiten tust. Hoffentlich findest du irgendeine andere Tätigkeit für dich, die sinnvoll ist, aber zu Hause rumsitzen ist nichts. Ein guter Freund von mir, mein Mentor, mein geistlicher Vater ist schon weit über 70 und der ist schon seit langem finanziell unabhängig, sitzt in Florida in einer gated community, wo die Häuser alle so um die Golfanlage gebaut sind. Und er sagt mir selbst, Golf, ja, du gehst jeden Tag Golf spielen, das ist langweilig. Das ist nichts. Was macht er also? Er gründet eine Gemeinde, im Moment hat er einen Gefängnisdienst und er fährt in die Gefängnisse und es bekehren sich richtig viele Menschen. Und ich finde die Arbeit so super, dass ich diesen Monat ihm ordentlich was gespendet habe für die Arbeit dort. Nicht, weil er mein Geld braucht, sondern einfach, weil ich auch will, dass ich daran irgendwie beteiligt bin, dass ich da mithelfe, an dieser Erweckung teilzuhaben, weil das Geld für sowas da ist. Dafür arbeiten wir.
Das heißt also, wir arbeiten nicht nur, damit wir dann irgendwann nicht mehr arbeiten müssen. Im Himmel wird ja auch gearbeitet. Das Beispiel von den Talenten zeigt ja, wenn der König wiederkommt, dann gibt es statt einer Geldsumme ganze Städte zu regieren. Und das Bild ist so wie im Paradies. Die Sünde hat es nur schwerer gemacht, aber vor dem Sündenfall und nach der Erlösung im Himmel, neue Himmel, neue Erde, werden wir auch arbeiten, aber es wird schöne und sinnvolle Arbeit sein. Und deshalb ist es wichtig für dich, diese Verzögerung von der Bedürfnisbefriedigung zu verstehen. Gott will, dass ich meine Arbeit liebe, dass ich sie von Herzen mache. Und wenn jemand sagt, ja, aber Arbeit ist mir nicht wichtig, Geld ist mir nicht wichtig, naja, das heißt, du lebst von anderen. Das ist überhaupt nicht gläubig. Für einige Leute klingt das so, ich bin ja nicht geldgierig, Geld ist mir nicht wichtig. Ja, aber wenn du dich nicht von selbst ernähren kannst und auf andere angewiesen bist, dann ist das nicht das, was Gott will. Das ist nicht fromm. Fromm ist, wenn du genug hast für dich selbst und anderen helfen kannst, dann bist du so in dem Bereich, wo Gott dich eigentlich sehen möchte. Ein Wort zur Krise. Wir sind im Moment in einer Inflationskrise. Gleichzeitig haben wir die Corona-Situation auszubaden, die da war. Und gleichzeitig haben wir viel, was gerade durcheinander geht, auch am Immobilienmarkt mit den Leitzinserhöhungen. Und gleichzeitig haben wir eigentlich immer noch in Europa die ganze Schuldenkrise so, die wir mit den südeuropäischen Ländern gemeinsam so ausbaden. Und von davor haben wir immer noch die Nachwirkungen von der Lehman Brothers Pleite 2008. Das sind alles Dinge, die wirken alle noch nach. Und das ist eine komplexe Situation, in der die Wirtschaft gerade drin ist. Es gibt für alles eine Lösung, aber es ist komplex. Für uns ist wichtig zu verstehen, und das ist etwas, was wir in der Bibel sehen, dass egal wo eine Hungersnot war, in Ägypten Hungersnot, bei Ruth eine Hungersnot, überall da, wo Wirtschaftskrise und Kriege waren, all diese Situationen, sehen wir, dass Gott die Welt so geordnet hat, dass wer arbeitet und fleißig ist, wird im Normalfall in schlechten Zeiten Kopf über Wasser halten und in guten Zeiten auch Kopf über Wasser halten. Das heißt also, du brauchst gar nicht darauf gucken, wie schlecht ist die Wirtschaft da draußen oder wie war es vor 5 Jahren oder wie wird es in 5 Jahren sein, sondern du musst dich auf deinen Gott und auf dich konzentrieren. Und wissen, mein Gott passt auf mich auf. Und genauso wie er Ruth geholfen hat, wie er Josef geholfen hat, wie er David geholfen hat und auf der Spitze des Reichtums mit Salomo gewesen ist, bevor Salomo sich von ihm abgewendet hat, genauso wird Gott auch bei mir sein. Ich brauche also keine Angst zu haben. Ich muss einfach darauf achten, dass ich für mich die Dinge richtig mache, die Gott in der Bibel angezeigt hat. Das Erste also, was wir mitnehmen würden, ist, ein Christ hat die Aufforderung von der Bibel her, fleißig zu arbeiten. Das Zweite ist, dass er kluge Entscheidungen trifft. Nicht einfach nur arbeiten und überhaupt nicht strategisch sein, nicht vorbereiten, zum Beispiel auf die Rente vorbereiten oder rechtzeitig genug auf die Seite legen für Notsituationen. Wie zum Beispiel jetzt ist Notsituation, wo man von dem, was man auf die Seite gelegt hat, anderen geben kann, die in Not sind. Man hat etwas mehr, mit dem man spenden kann. Gerade auch wichtig, dass man genug arbeitet, um solche missionarischen Projekte zu unterstützen, wie das, was wir heute gehört haben. Da muss unser Geld hinfließen. Das ist wichtig. Kluge, strategische Entscheidungen treffen. Sich auch auf die Rente vorbereiten. Das ist wichtig. Ich bin ja Bibellehrer und als Bibellehrer zu euch gekommen und habe mein Leben eigentlich nicht im Bereich der Karriere verbracht, sondern im geistlichen Dienst. Ich bin jetzt 51 Jahre alt. Auf meinem Rentenzettel steht eine Zahl, die, wenn es so weitergeht wie jetzt, ich in der Rente bekomme, das ist weit unter dem Sozialhilfeniveau. Das ist einfach lange im geistlichen Dienst gewesen und studiert und hier geholfen und da spenden und das, da landet in der Rente ganz wenig. Wenn ich jetzt sage, ist egal, ich tue weiter wie bisher, der Herr wird mich versorgen. Ja, der Herr wird dich versorgen, wenn du die Möglichkeiten ausschöpfst, die du hast.
Aber wenn du dich darauf zurücklehnst und sagst, ich muss nicht aufpassen, ich muss nicht planen, ich muss nicht sparen, dann, der Herr wird seinen Teil tun, aber dann wirst du in eine Altersarmut hineinlaufen, weil du das gewählt hast und für dich den frommen Spruch genommen hast, um deine Denk- und Entscheidungsträgheit oder Denkfaulheit, Entscheidungsfaulheit damit zuzudecken, indem du sagst, der Herr wird mich versorgen. Das Dritte ist wichtig für Christen. Christen müssen Genügsamkeit haben. Paulus sagt, Gottseligkeit mit Genügsamkeit ist ein großer Gewinn, denn wir haben nichts in die Welt hineingebracht, sodass wir aus nichts herausbringen können. Wenn wir Nahrung und Kleidung haben, wollen wir uns daran genügen lassen. Das heißt also, es gibt manchmal Christen, die haben und dann haben sie mehr und dann bekommst du bei gewissen Leuten das Gefühl, die kriegen den Hals nicht mehr voll. Alles muss besser werden. Die Autos und die Häuser und alles immer weiter. Und gerade auch der Vergleich immer mit den Nachbarn dann und den anderen Freunden in der Gemeinde, dann ist das irgendwann so ein Showlaufen, wenn sie dir das Haus zeigen oder ein Showlaufen auf dem Parkplatz, wer was hat. Und da muss man zwei Schritte zurückgehen und sagen, das will Gott nicht. Weil da kommen wir in eine Gier hinein. Alles, was neu ist und groß ist und dich vor anderen Leuten als ultra cool dastehen lässt, willst du unbedingt haben. Aber Gott denkt so nicht und Gott will auch nicht, dass du so denkst. Wenn du also finanziell dich da aufstellst, wo Gott dich haben will, unterm Kreuz, dann wirst du ein Mensch sein, der regelmäßig zu tollen Ideen von Sachen, die du kaufen könntest, Nein sagt. Brauche ich nicht, brauche ich nicht, brauche ich nicht. Du weißt, dein Herz wird von Jesus gefüllt. Und so gehst du auch einkaufen. Du kaufst die Dinge, die notwendig sind, mit denen du gut auskommst, damit du dich und deine Lieben versorgen kannst und damit genug übrig ist, damit du spenden kannst, damit du weitergeben kannst, da wo andere in Not sind oder für missionarische Zwecke. Ein Punkt, den werde ich jetzt mal überspringen, weil ich denke, wir haben in der Vergangenheit oft genug darüber geredet. Ein Leben in der Heiligung, dass wir grundsätzlich ehrlich sind, grundsätzlich vor Gott aufrichtig sind, nach bestem Wissen und Gewissen unser ganzes Leben unter dem Kreuz stellen, ist wichtig. Und so auch, dass wir mit Finanzen ehrlich sind, nicht betrügen, keine Schwarzarbeit machen, alle Steuern zahlen, das ist so von der Bibel her vorgesehen, das sind Selbstverständlichkeiten. Und dann springe ich jetzt zu dem Punkt, mit dem ich langsam die Kehrtwende machen will, zur Spende. Was passiert, wenn ich spende? Paulus sagt in 2. Korinther 9, Vers 6, wer sparsam sät, wird auch sparsam ernten und wer segensreich sät, wird auch segensreich ernten. Ihr kennt die Geschichte, das haben viele die Erfahrung gemacht. Ich denke gerade an eine Person, die nenne ich jetzt einfach mal Alex, heißt nicht Alex, aber der erzählte mir. Der ist mit seinen Finanzen immer knapp ausgekommen, jeden Monat. Und dann hat er sich bekehrt zu Jesus und gelernt, dass er in die Gemeinde für Gott spendet. Und hat angefangen, regelmäßig zu spenden, obwohl das auf dem Konto nicht so toll aussah. Und er hat gesagt, das Wunder ist, dass ich am Ende des Monats immer noch im Plus war, obwohl keine Erhöhung vom Kindergeld, keine anderen Erhöhungen beim Gehalt, irgendwo sich was verändert hatte. Gott hat mit seinem Segen auf seinen Finanzen dafür gesorgt, dass er mit allem auskam, weil er eine richtige Entscheidung getroffen hatte. Jetzt müssen wir in allem immer haushalten und nicht irgendwie aus Schulden heraus spenden oder Schulden auf der Kreditkarte haben und dann trotzdem noch viel spenden, um zu denken, Gott wird mich jetzt so segnen, dass ich damit meine Schulden zurückzahle, zum Beispiel die 65.000. Man kann ja zu Mama gehen und sagen, gib mir 5.000, ich spende das in die Kirche und dann wird Gott mich segnen, dass ich die 65.000, die ich beim Trading verloren habe, zurückbekommen habe. Es gibt Leute, die denken so, aber Gott macht bei sowas nicht mit, grundsätzlich nicht. Das Spenden ist für mich eine ganz wichtige Sache. Wenn du spendest, dann erziehst du dich selbst. Zunächst einmal, wenn ich jemandem spende, dann tue ich denen etwas Gutes.
Das zweite ist, du zeigst Gott, dass er der Geber der Gaben ist. Du bringst ihm etwas zurück. Das ist so, wie wenn ich meinen Kindern ein Geschenk mache und sie kommen und sagen, danke Papa. Das ist toll, das ist schön. Und so ist auch, wenn wir Gott etwas zurückgeben von dem, was er uns gegeben hat, ist das ein Dankeschön. Wir sagen, du bist Chef, du hast es uns gegeben. Aber was noch wichtiger ist, gewisse Sachen passieren in deiner Seele, in deinem Charakter, wenn du spendest. Wenn du nicht alles für dich behältst. Du übst Selbstlosigkeit ein. Jedes Mal, wenn du dein Portemonnaie rausholst und du merkst, oh, hier habe ich Geld drin, und du nimmst die Geldscheine und du nimmst einen Teil davon und gibst das weg. Dies ist für dich, dies gibst du weg. Da bedeutet das, ich verbrate das nicht alles für mich. Das ist Selbstlosigkeit. Ich denke nicht nur an mich, sondern auch an andere. So erziehst du dich selbst, so veränderst du deinen Charakter. Du lernst Selbstlosigkeit. Und du übst auch ein, Geld ist nicht da zum Verbraten, sondern es soll ein Diener sein für gute Werke. Du sendest also dein Geld los als Dienerin, damit es etwas Gutes ist. Und je öfter du das machst, desto mehr lernst du das. Und du übst auch ein, das Geld ist nicht zum Horten da, alles bei mir, sondern durchs Weggeben trainierst du in deinen Charakter ein, wie Gott das haben möchte, dass Geld dazu da ist, dass es etwas Gutes tut, und zwar nicht immer unter deiner Kontrolle. Mein Mentor hat mir das so beigebracht. Er sagt, ich habe ein Haus verkauft und dann habe ich 10% von dem Gewinn gespendet. Und dann sage ich so zu ihm, boah, Haus verkaufen, 10%. Das heißt also, wenn du ein Haus gekauft hast für 200.000 und du hast es für 500.000 verkauft, dann hast du 300.000 Gewinn. Dann spendest du 30.000. Also bei ihm hatte ich das so gefragt mit 50.000. Würdest du 50.000 spenden? Sagte er, ja klar. Dann sage ich, das machst du zusätzlich zu den 10%, die du spendest. Sagt er, ja klar. Das ist einfach so, das tue ich für Jesus. Das ist eine ganz andere Einstellung, eine ganz andere Größenordnung. Habe ich dann später auch gemacht, als wir Sachen in Brüssel verkauft haben und Dinge realisiert haben, ist genauso gemacht. Um Jesus die Dankbarkeit zu zeigen, und es ist eine riesen Hemmschwelle, große Geldsummen wegzugeben. Aber das, was dir wehtut, Geld wegzugeben, ist gerade das, was dich an einen Götzen bindet. Und deshalb ist es wichtig, Geld wegzugeben, zu spenden, damit etwas Gutes daraus entsteht. Und Gott wird dich segnen. Wir hatten dieses Gespräch mit meinem Mentor und ich habe ihn gefragt, wirklich 50.000 wirst du spenden? Und er sagte ja. Und als wir das Gespräch hatten, lag ich in seinem Swimmingpool. Und er war auch im Swimmingpool. Und das war in Florida. Und das Haus hatte er gekauft. Er hatte mir erzählt, für ungefähr 630.000. Und das hatte in der Zeit schon eine Wertentwicklung gehabt. Das war kurz nach der Lehman Brothers Pleite, bis auf 1 Million Euro. Das heißt, da war schon richtig wieder was gewachsen. Und dann habe ich verstanden, Gott segnet dich, wenn du fleißig bist und Gutes tust und spendest und sparsam bist. Du musst nicht immer horten, 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 sondern gib es in das Reich Gottes hinein und Gott wird sich um dich kümmern, dass dein Fleiß und deine Arbeit und deine Genügsamkeit zu wieder zusätzlichen Mitteln führt, damit du noch mehr spenden kannst. Ich möchte mit diesem Gedanken abschließen. Ich finde diesen Raum hier total super. Findet ihr das auch? Dieser Gottesdienstraum? Total spitze. Alles, was ich gerade eben gesagt habe in dieser Predigt, ist das, Viktor Scheible, das sind Sachen, die du unterschreibst. Du hast diese Gemeinde mal gegründet. Wir sind in diesem Raum hier als Gemeinde. Wir können uns das leisten, in diesem Raum zu sein. Wir können das bezahlen, weil die Gründergeneration das Haus an der Aubachstraße gekauft hat. Weil die Leute in der Gründergeneration so gearbeitet haben, wie ich gerade gepredigt habe, genügsam gewesen sind, sparsam gewesen sind. Und ich habe selbst gesehen, wie opferbereit sie gespendet haben, um das Haus abzuzahlen. Deshalb sitzt ihr jetzt hier. Da ist also ein Segen gelegt worden in der Gründergeneration mit ihrem Vorbild
von dem ihr euch jetzt ernährt, ohne dass ihr das wusstet. Weil Gott die Welt so geordnet hat und die Dinge so funktionieren. Mir ist es wichtig, dass gerade ihr als junge Menschen versteht, dass Gott auch für eure Generation das so haben will. Und dass ihr mit eurer Arbeit und mit eurem Invest etwas Gutes tut, damit ihr andere Menschen segnen könnt. Damit Gott seine Freude über euch hat und er seinen reichen Segen über euch ausschüttet. Amen. Ich würde gerne noch für uns beten. Diejenigen, die ihre Portemonnaies da haben, ist nicht zu weit weg, ist das Portemonnaie, dürfen gern das Portemonnaie mal rausholen. Dann wollen wir mal den Segen Gottes aussprechen über unsere Finanzen. Nehmt ruhig das Portemonnaie raus, ich habe meins auch raus. Und ihr dürft gerne mal mit mir mitbeten. Ich werde Satz für Satz vorsagen. Und das, was du von Herzen aussprechen kannst, kannst du sagen. Und da, wo du es nicht aus Herzen aussprechen kannst, brauchst du es nicht sagen. Denk einfach drüber nach. Wir wollen einfach mal unser Geld Gott weihen und unter das Kreuz bringen. Ich habe mein Portemonnaie hier, ich bete jetzt. Betet mir einfach laut mit. Herr Jesus Christus, gerne noch ein bisschen lauter. Herr Jesus Christus, ich danke dir für alles, was du mir gibst. Ich danke dir für deinen Segen. Ich danke dir für deine Finanzen. Und ich erkenne an, dass alles von dir kommt. Ich erkenne an, dass du mein Herr bist. Und ich erkenne an, dass du mein Erlöser bist. Und so weihe ich dir mein Geld. 100% davon. Dass nichts von dem zu einem unrechten Zweck genutzt wird. Ich bestimme, dass ich mit meiner Arbeit ehrlich bin. Und dass alles, was ich tue, und das Geld, was ich habe, in deinem Dienst stehen soll. Amen. Amen. Gott segne euch.